auf dem Cover. Also, ich bin gespannt. Ich mache einfach mal die Stickertütchen auf. Heute gibt es 6 Stück. Ich denke mal, ich werde auch noch... Alter, flauschig. Nice. Flauschige Sticker. Hey Leute, was geht ab, euch? Und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Heute gibt es hier 6 Stickertütchen der neuen Panini-Sticker-Serie Pets. Pets ist ein Kinofilm, der nächste Woche erscheint am 28.07. Ja, wollt ich darf euch heute hier die Sticker-Serie vorstellen. Demnächst kommen auch noch mehrere Stickertütchen. Wieso heute nur 6 kommen? Das kann ich euch sagen, nämlich in einem Display befinden sich 36 Stickertütchen. Ich habe mir gedacht, öffne ich heute 6, dann habe ich noch 30 Stickertütchen. Dann gibt es nächstes Mal 10 und dann darauf das mal 20 Stickertütchen. Auf jeden Fall findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link, da könnt ihr euch diese Sticker kaufen, diese Pets Sticker. Wie gesagt, es ist ein Kinofilm. Ich habe da kurz was gelesen, eine kleine Filmbeschreibung. Es geht irgendwie um Haustierbesitzer, ist ja klar. Hier sehen wir einen Hund und noch einen Hund auf dem Cover. Also, ich bin gespannt. Ich mache einfach mal die Stickertütchen auf. Heute gibt es 6 Stück. Ich denke mal, ich werde auch noch... Alter, flauschig. Nice. Flauschige Sticker. Oh yeah. Das ist schon mal richtig, richtig geil. Wie ich finde, muss ich ehrlich sagen. Gab es ja bei der Euro 2016 auch. Nicht in Deutschland, aber ich glaube in der Schweiz oder in Österreich. Da gab es auch flauschige Sticker. Und so fühlt sich das an. Flauschige Sticker. Sehe ich jetzt hier zum ersten Mal, richtig, richtig cool. 173, wie gesagt, ich werde auch noch dem nächsten Video dazu machen, wenn ich das Display geöffnet habe. Wie gesagt, nächstes Mal gibt es 10 Stickertütchen, darauf das mal 20 Stickertütchen und dann werde ich ein Mappen-Update machen, wo ich diese Sticker einklebe. Ich kann euch schon mal sagen, es gibt insgesamt 180 Sticker, das Album habe ich nämlich auch 103, hier die Stickernummer 173. Dann haben wir hier einen Adler. Und eine Katze, eine weiße Katze als flauschigen Sticker, Leute. Ich komme gar nicht drauf klar. Ist richtig, richtig geil. Ohne Spaß. Legen wir mal hier unten in die Sticker. Und dann haben wir hier eine Hundebesitzerin. Wahrscheinlich mit ein... Das ist da wahrscheinlich der Hauptcharakter. Oder der Haupthund, sage ich mal. Weil der ist ja auch auf dem Cover drauf. Die 77 und das ist so ein runder Sticker. Ich hoffe mal, es ist zu erkennen. Ja, dann geht's weiter mit einem Puzzleteil. Wieder mit Hunden und Katzen. 179. Okay. Hier hat die Katze, oder ist es ein Hund, der hier oben? Die hier oben, die, der da oben. Ein Tennisschläger in der Hand, 140. Die Stickertütchen sind wieder, wie man es kennt, auch von der Ice Age-Serie in verschiedenen Sprachen. Hier zum Beispiel Französisch, dann Deutsch, Englisch. Und das müsste Italienisch sein, glaube ich. Oder Türkisch? Ich glaube Türkisch. Türkisch? Ja, Türkisch. Türkisch oder Italienisch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube eher Türkisch. Sah das so aus. Dann haben wir hier 112. An der Wäscheleine hängt da die Katze. Und das waren die ersten 5 Sticker. Die ersten 5 Sticker, Leute. Und hier der flauschige Sticker. Oh ja, yeah. Das ist sogar in der Kamera zu erkennen, dass der ein bisschen flauschig ist. Und dann machen wir weiter mit dem zweiten Tütchen. Und da haben wir einen glänzenden Sticker drin. Ein Hasen mit einem Schlüssel in der Hand. Okay, 123. Dann wieder der Hase. Der Hase mit einer Ratte oder Maus. 145. Dann hier ein Ventilator, passend hier zum heißen Wetter, Leute. Über 30 Grad hier bei mir. Dann habe ich hier noch die Softboxen an, Leute. Es ist sowas von... sowas von verdammt heiß hier drin. Das gibt's gar nicht. Und hier haben wir wieder den Haupthund, den Hauptcharakter 68. Weiter geht's mit dem dritten Tütchen. Und da haben wir wieder... Nice. Nice, nice, nice. Einen flauschigen Sticker. Mit einer etwas gefüllteren Katze und einem kleineren Hund. 58, wie die alle heißen, weiß ich ja nicht. Der Kinofilm ist leider noch nicht in den Kinos. Hier wieder ein Puzzleteil, 162.
Aber ich finde es schon mal richtig cool, dass es solche flauschigen Sticker gibt, weil es halt auch so eine Haustier-Serie ist, beziehungsweise ein Kinofilm, der sich halt auf Haustiere bezieht und so weiter und so fort. Hier hat man doch vorhin die andere Seite. Den Sticker suche ich mal schnell. Da ist er. Jetzt haben wir schon mal ein Puzzleteil vollständig. Tada! Sehr cool. Die 139 und die 140 kommt wieder auf dem Stapel. Und zu zuletzt hier noch ein Bild mit, was ist da in der Hand? Eine Glocke oder was ist das? Ja, das, nee, das ist so ein, das ist so eine Puppe, die in so einem Glasgefäß ist und sie tanzt und der Hund freut sich darüber. Genau. Genau. Viertes Tütchen. Und da glänzt es wieder. Okay, da könnt ihr mich erkennen. Und meine weiße Gennenlegria. Sticker Nummer 49. Was ist hier drauf? Da schlafen zwei. Da schlafen zwei. Der Hund wieder im Gefängnis. Die Katze, die aus dem Fenster guckt. Und der böse Hase. Ich sag einfach mal der böse Hase, weil er hier gerade so grimmig guckt. Versucht da ein Schloss zu knacken. Vielleicht versucht er den Hund aus dem Gefängnis zu holen. Tada. Wieder der Hund. Ey, das ist doch der. Den habe ich doch. Den habe ich doch gehabt. Den habe ich doch gehabt. Tada. Und da fehlt noch ein Puzzleteil. 49, dann die 48 und dann am Ende noch die 50. Sehr, sehr geil. Und hier haben wir wahrscheinlich. Ja, ich wollte sagen, Leute. Ich wollte sagen, die ersten paar Sticker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder bis zur 6. Ich weiß es nicht. So genau habe ich noch in das Album noch nicht geschaut. Ja. Okay, da tanzt ein Hund auf dem Tisch. Oh, ein Wellensittich oder? Ich glaube schon. Und wieder so ein runder Sticker. Sehr cool. 52. Und die 80. Und wir kommen zum letzten Tütchen, Leute. Wir kommen zum letzten Tütchen. Ich glaube, Ben Masterful hat auch schon zu dieser Sticker-Serie ein Video gemacht. Den Link dazu haue ich euch mal einfach mal unten in die Videobeschreibung, wenn ich jetzt hier nichts Falsches sage. Aber ich glaube schon, dass der Alf dazu schon mal ein Video rausgehauen hatte. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wieder ein glänzender Sticker, 108. Schade, dass wir hier keinen flauschigen Sticker mehr ziehen, aber da war noch eine Skyline dabei. Hä? Passt das nicht zusammen? Oh yeah, Puzzleteil zusammen in einem Tütchen. 79 und die 78. Sehr geil. Und hier haben wir eine Skyline von der Stadt, in dem sie wohnen. Die Haustiere. Sticker Nummer 15. Und wir kommen zum letzten Sticker, nämlich der heulende Hase jetzt hier am Start. 137. Und das waren die ersten 6 Tütchen zur Sticker-Serie Pets. Da werden in Zukunft auch nochmal mindestens 2 weitere Openings kommen und dann noch ein Mappen-Update, also freut euch drauf. Ich hoffe, euch gefällt die Serie. Mir gefällt sie sehr gut, alleine schon. Wo sind sie? Wegen den Flauschis, oh yeah. Ist einfach geil. Eine coole Idee. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr die Sticker auch haben wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich euch einen Link reingepackt zum Panini Online Shop, weil mir Panini diese Sticker heute zur Verfügung gestellt hat. Auch hier nochmal ein fettes Dankeschön an Panini. Auf jeden Fall sehen wir uns dann morgen wieder, beziehungsweise nachher kommt noch ein weiteres Video, vielleicht sogar 2, aber ich glaube eher 1. Ich habe Ferien, ich habe Zeit, deswegen kann ich mehrere Videos raushauen. Also es kommen täglich mindestens 2. Ich versuche es mit immer so um 12 und um 15, 16 Uhr ungefähr, wenn es mal ein bisschen später kommt. Tut's mir leid, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haut da rein, Tschüssikowski.